und willkommen zu diesem Review. Heute schauen wir uns einmal im Nachgang meine Kappsäge an. Das Ding ist auch von Scheppach, wie auch meine Bandsäge und Tischbohrmaschine. Videos zu den jeweiligen Reviews bzw. Einrichtungen findet ihr in der Infocard bzw. in der Videobeschreibung. Heute geht es aber um die Kappsäge. Und zwar habe ich vor kurzem erst diese Kappsägenstation dafür gebaut. Davor war sie mal im Garten beim Terrassenbau oder so dabei, um irgendwelche Bretter abzuschneiden oder halt da mal schnell einen Riegel. Das Ding ist allerdings das Teil, was ich mir als erstes gekauft habe. Sprich, bevor ich überhaupt hier eine Tischkreissäge hatte, habe ich das Teil gekauft. Das heißt, das Ding ist über ein Jahr alt. Ich habe dazu kein Unboxing, glaube ich, gemacht. Jetzt aber gibt es ein Review. Und von dem her würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie sich das Ding jetzt so geschlagen hat. Vorweg sei gesagt, es sind natürlich nicht irgendwie sponsert bei sonst irgendjemanden, sondern es ist alles meine ehrliche Meinung und von dem her würde ich sagen, fangen wir direkt an. Das Beste an der Säge ist das Teil hier hinten. Denn du kannst das Ding hier hinter und vorschieben, ohne dass sich etwas nach hinten erweitert. Und das muss ich sagen, ist bei ganz vielen Sägen, die haben ganz oft einen Arm, der sich entweder mit der Säge nach hinten bewegt oder dann beim Vorziehen eben auch irgendwie sich ausklappt oder so. Vielleicht ist es besser für die Stabilität, damit man kein Spiel hat oder so. Das kann gut sein. Aber du verlierst, finde ich, so viel Platz. Du brauchst so eine extreme Arbeitstiefe, um dann eine vernünftige Position dafür zu finden. Das hier ist eine ganz normale 60er Arbeitsplatte und hier passt die super drauf. Ich habe sie relativ eng hinten hinstellen natürlich. Und deswegen finde ich das an der Säge hier eben sehr, sehr gut, dass bei der Säge eben die Gesamttiefe einfach schon immer fix ist. Und das finde ich richtig gut. Dann wird es allerdings schon relativ schnell mau, denn so viele positive Sachen gibt es über diese Säge eigentlich nicht zu berichten. Ich weiß nicht, ob das nur bei der jetzt hier so ist oder ob das typisch Kappsäge ist. Absaugung hilft gefühlt nix. Denn wenn ich hier was schneide und die Absaugung an ist oder aus ist, es macht eigentlich keinen Unterschied, weil gefühlt ist immer der ganze Tisch dann hier voll. Und das ist etwas, was ich wirklich sagen muss. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das typisch für Kappsägen ist, aber es macht auf jeden Fall immer jede Menge Dreck. Und ich habe mir überlegt, ich werde hier vielleicht noch so ein kleines Köfferchen drumherum bauen, damit einfach der Dreck nicht in die ganze Luft und Umgebung geht. Und dann kann man das vielleicht hier hinten ab und zu mal durchsaugen oder so. Aber so ist das auf jeden Fall eine wirkliche Kacke. Was auch Kacke ist, es ist hier so ein Laser eingebaut mit Licht und sowas. Das Licht ist an und für sich ganz gut, man sieht es auch hier. Dieser Laser, der da mit dabei ist, der hinter diesem Ding ist, keine Ahnung, der hat noch nie funktioniert. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist, aber das Teil hat noch nie funktioniert. Also auch ohne Kappe, man sieht nichts. Also selbst ein Laserpointer von der Softwarewaffe ist irgendwie stärker. Aber den hier, den kannst du auf jeden Fall komplett knicken, denn der ist zu nichts zu gebrauchen. Als die Säge ankam, musste ich feststellen, dass der Anschlag hinten nicht wirklich gerade zum Sägeblatt läuft. Es ist auch so, dass die Skala, die hier vorne ist und die Einstellmöglichkeiten, ich meine, sie rasten zwar ein und sie haben auch relativ wenig Spiel, aber erstens ist die Skala relativ schlecht aufgezeichnet, beziehungsweise die Markierung, damit man weiß, bei welcher Position man gerade ist, ist eher etwas ungenau. Und zudem kommt hinzu, dass der Anschlag hinten auch nicht zum Sägeblatt quasi im 90-Grad-Winkel lag, zumindest als die Säge ankam. Mittlerweile habe ich das alles eingestellt, indem ich, keine Ahnung, 40 Schnitte gemacht habe und dann nochmal ein bisschen und dann nochmal ein bisschen. Jetzt mittlerweile passt es. Trotzdem ist es eine Sache, die ich sagen muss, die finde ich, könnte man eigentlich schon eher ein bisschen vom Werk her aus zumindest feiner einstellen. Es ist gut, dass man eben die Möglichkeit hat, es nachzujustieren, aber sowas finde ich wäre cool, wenn das von Haus aus schon ein bisschen besser wäre. Ansonsten muss man sagen, es sind viele Features dabei, die eigentlich keine Features sind. Wir haben hier irgendwelche Befestigungen zum irgendwelche Latten fixieren. Das Ding nackelt aber selbst so sehr, dass du damit eigentlich am besten gar nichts machst. Das Teil nach vorne finde ich gut. Wir können hier wirklich weit nach vorne gehen und haben hier großen Platz, um wirklich auch lange oder breite Bretter abzuschneiden. Das klappt wunderbar. Der Motor ist eigentlich kräftig genug. Bis jetzt auch nur irgendwie halt ein bisschen Hartholz mal damit geschnitten oder halt ansonsten Multiplex. Und halt eben bei der Terrasse hier irgendwie Teakwood oder so. Das hat alles gut funktioniert und von dem her passt es dann schon. Ja, würde ich sie mir wieder kaufen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Eine Kappsäge, ja, muss ich schon sagen.
Jetzt vor allem eben mit der Kaufsägenstation lohnt sich es auf jeden Fall und auch vor allem ganz am Anfang. Ich habe damit meine Werkbank hier am Anfang gebaut. Es ist einfach gut, vor allem wenn du eben noch keine Tischkreissäge hast oder eben vor allem um Latten irgendwie abzuschneiden. Das habe ich ja früher auch nochmal auf der Tischkreissäge gemacht und das ist natürlich hier wesentlich sicherer und schneller, genauer und sonstiges, wenn es gut eingestellt ist. Das heißt, ja, das Ding ist auch wieder 100, 150, 200 Euro. Bist du dann mal schnell mit dabei? Natürlich, du kannst auch mehr ausgeben, 5, 6, 800. Die Frage ist, ja, lohnt sich's wirklich? Also für das, was ich mache, tut es das Ding auf jeden Fall. Und von dem her bin ich froh, dass ich sie habe und würde sie auch wahrscheinlich wieder kaufen. Das soll es aber von mir gewesen sein zu dieser Kappsäge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr den Bau meiner Kappsägenstation sehen wollt, verlinke ich euch in der Infocard. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ansonsten schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, was habt ihr für eine Kappsäge? Wie oft verwendet ihr sie eigentlich? Und habt ihr auch so eine Kappsägenstation? Wenn nicht, kann ich es euch nur empfehlen, eine zu bauen, weil ich finde, das ist schon echt... Das war wirklich eine Sache, über die ich mich sehr gefreut habe, dass die endlich mal geschafft ist. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!